Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier bei SmartChecker TV. Das heutige Thema ist die Frage, warum wir Deutschen eigentlich so viel für mobiles Internet zahlen müssen. Wer über die EU-Grenzen hinausschaut und sich mal die Preise für mobiles Internet in Europa anschaut, der wird schnell merken, dass wir hier in Deutschland deutlich mehr zahlen als der Durchschnitt in Europa. In Frankreich zum Beispiel bekommt man für den gleichen Preis, den wir hier für mobiles Internet zahlen, ca. 25 Mal mehr Volumen. In Ländern wie Finnland kriegt man für 35 Euro schon einen Tarif, der unlimited, also unbegrenztes Datenvolumen hat. Diese Statistik aus 2015 zeigt, wie viel Gigabyte man durchschnittlich zu diesem Zeitpunkt für 35 Euro in welchem Land bekommen hat. Deutschland ist mit 2 Gigabyte relativ weit unten auf der Liste. Selbst Italien schafft es nicht in die vorderen Ränge mit 8 Gigabyte. Die höheren Treppchen fangen dann erst so bei Litauen an, die 22 Gigabyte für 35 Euro im Monat haben. Doch warum ist das so? Warum zahlen wir so viel mehr als manch andere Länder? Und warum ist es wirklich ein so krasser Unterschied? Diese Frage ist zu 100% so genau gar nicht zu beantworten. Man kann allerdings sagen, dass diese Preisentwicklung damit zu tun hatte, als die UMTS-Lizenzen im Jahr 2000 vergeben wurden. Käufer waren logischerweise Vodafone, E-Plus, O2 und T-Mobile. Und die haben alle jeweils für eine Frequenz 8,45 Milliarden Euro ausgeben müssen. Wer diese Lizenzen gekauft hat, könnt ihr euch wahrscheinlich denken, das waren Vodafone, E-Plus, O2 und T-Mobile, die damals großen vier Netzbetreiber und auch die einzigen in Deutschland, die haben sich alle jeweils eine Lizenz gesichert und haben dafür jeweils 8,45 Milliarden Euro hingeblättert. Und das war eine ziemlich teure Lizenzvergabe. Und mit diesen Lizenzgebühren kann man dann auch ungefähr ausrechnen, wie viel der einzelne Einwohner an UMTS-Lizenzen wert ist, also auf die ganze Bevölkerung verteilt. Und das sind in Deutschland 630 Euro gewesen und sind 630 Euro. Und im Vergleich, Österreich ist zum Beispiel auf dem Stand, dass ein Einwohner 100 Euro Lizenzgebühren, UMTS-Lizenzgebühren wert ist, ist das falsche Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Und je nachdem, wie teuer die Lizenzen damals in welchem Land waren, so haben sich dann auch erstmal die Preise angepasst. Aber der zweite Grund und wahrscheinlich auch der Hauptgrund ist, dass in Deutschland zwar eine sehr hohe Nachfrage für Mobilfunk besteht, allerdings gibt es nicht viele Netzbetreiber. Es gibt nur noch drei. Es gab mal die großen vier, jetzt gibt es nur noch T-Mobile, Telefonica und Vodafone natürlich. Und ja, diese drei besitzen das Monopol und bestimmen natürlich auch den Preis. Und da kein großer Konkurrenzkampf besteht und aus einem Konkurrenzkampf resultiert natürlich auch Preissenkung, ja, so bleibt der Preis in Deutschland ziemlich stabil teuer. Und ja, und die ganzen anderen Mobilfunkanbieter, die unterliegen ja auch diesen großen drei Netzbetreibern und die müssen sich ja auch nach diesen Preisrichtlinien dann richten, die vom Netzbetreiber kommen. Und da das mobile Internet so teuer in Deutschland ist, sind die Deutschen auch zu sehr vorsichtigen Mobilfunk-Tarif-Konsumern, sag ich mal, geworden. Denn eine Statistik zeigt im Vergleich Deutschland zu den Finnen, wie viel wir Deutschen surfen und wie viel die Finnen surfen im mobilen Internet. Und das ist eine wirklich krasse Statistik, denn im Jahr 2015 haben die Deutschen nur 0,6 Gigabyte im Monat gesurft, also 600 MB. Die Finnen im Vergleich ganze 11 Gigabyte mehr, nämlich 11,6 Gigabyte. Und so ist es hier in Deutschland ein Luxus, mal ein Video zu streamen oder was herunterzuladen über das mobile Internet, ja, weil es wirklich teuer ist. Der Preis von 35 Euro für 2 Gigabyte trifft aktuell zum Glück nicht mehr überall zu. Man bekommt mittlerweile schon zwischen 10 und 15 Euro einen Tarif mit mehreren Gigabyte hier in Deutschland und einer All-Net-Flatrate, wie bei Anbietern wie zum Beispiel Smartmobil. Allerdings sind diese Datenvolumen dann immer noch nichts im Vergleich zu denen, ja, wie zum Beispiel in Finnland. Aber es hat sich immerhin ein bisschen gebessert. Und damit ihr auch den Überblick behaltet, schaut auf jeden Fall bei uns mal bei smartchecker.de vorbei. Dort könnt ihr dann die ganzen Mobilfunktarife miteinander vergleichen und könnt mal schauen, für welches Geld ihr wo wie viel Datenvolumen kriegt. Da ist dann genau aufgelistet, was ihr monatlich bezahlen müsst und was die monatlichen Effektivkosten sind. Ja, und vielleicht seid ihr auch überrascht, was für günstige Tarife es in Deutschland dann vielleicht doch gibt. Naja, mobiles Internet ist meiner Meinung nach mittlerweile nichts Neues mehr. Jeder hat es und diese Datentarife sind eher auf Steinzeitniveau im Vergleich zu dem, was das mobile Internet schon kann. Es wird ja damit geworben, dass LTE so schnell ist, dass man Riesendatenmengen in kurzer Zeit herunterladen kann. Aber würde man das wirklich tun, dann hätte man sein ganzes Datenvolumen schon innerhalb von, ja,
ein paar Minuten, wenn nicht sogar einer Minute aufgebraucht. Und was bringen mir zum Beispiel 500 MB LTE-Volumen, wenn ich ja super vorsichtig mit schnellem Internet umgehen soll? Also über LTE funktionieren ja hervorragend HD-Streams, große Datenmengen kann man herunterladen, Musikstreaming ist sowieso kein Problem mehr. Allerdings nutzen das die meisten übers mobile Internet nicht, ja, weil es ihnen das zu teuer ist und das ist doch irgendwie ein bisschen blöd. Also hoffen wir mal, dass sich das in den nächsten Jahren auch hier in Deutschland ein bisschen auflockert und dass das Wort Flatrate vielleicht auch mal wieder mehr zur Flatrate wird und wir vielleicht in ein paar Jahren sogar hier die ersten Unlimited-Tarife haben mit wirklich auch vollem Speed dann. Das wäre echt eine coole Sache. So, das war es jetzt von mir zu diesem Thema. Ich hoffe, euch hat die heutige Smart Checker TV-Ausgabe gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!